Dies ist ein Hörerlebnis von Goya Litt aus dem Hause Jumbo Neue Medien und Verlag GmbH. Ich glotz TV. Solange ich noch nicht tot bin, wähle ich das, was ich im Fernsehen sehe, sorgfältig aus. Die Tatort-Krimis allerdings mag ich nicht mehr sehen. Immer diese zynischen Dialoge in der ungemütlichen Pathologie. Da liegt stets dieselbe übel zugerichtete Leiche im Kühlfach. Das ewig gleiche Kripo-Personal ist alkoholabhängig, hat schwere psychologische Macken oder beides. Jeden, der ihm begegnet, fragt der Kommissar: Wo waren Sie letzte Woche? Zwischen 15 und 16 Uhr? Und die meisten fragen zurück: Warum wollen Sie das wissen? Oder sie fragen: Halten Sie mich etwa für einen Mörder? Und der Kommissar antwortet: Die Fragen stellen wir. Ungefähr 15 Sätze pro Tatort werden eingeleitet mit der Floskel: Hören Sie, hören Sie, hören Sie. Und ganz am Schluss erfahre ich, was ich seit Jahren geahnt habe: Der Mörder ist ein deutscher Schauspieler, den ich schon lange im Verdacht habe, ein ziemlich mieser Typ zu sein. Wie oft habe ich mir schon gewünscht, Götz-George hätte damals den Hamann nicht nur im Film gespielt, sondern in den Fernsehanstalten wirklich ausgelebt. Die monarchistischen Glanzlichter im Fernsehen setzt ein leitender Doppelname vom Norddeutschen Rundfunk, von dem man munkelt, er habe schon mal der englischen Queen beigewohnt. Seinetwegen sind Fürstenhochzeiten, Glanz und Gloria europäischer Königshäuser, Pomp and Circumstance für mich die kulturell wertvollsten Sendungen. Ich liebe vor allem die demütige und unterwürfige Sprache der Berichterstattung. Das ist dieser leise, immer etwas verschwörerisch klingende Ton, um die feierliche Zeremonie nicht zu stören. Während das Paar die Marmorstufen hinabsteigt, beachten Sie bitte, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Untertanen, das Brautkleid der Prinzessin. Es wurde gefertigt aus weißem Fliegenleder mit Mopsfellbesatz. Die Paradeuniform seiner Hoheit wurde aus einem Rokoko-Gobelin handgesägt und mit Blattgold ausgefüttert und das goldene Familienzepter der Romanows aus echtem Elfenbein diente schon Zarin Katharina der Großen in einsamen Stunden als Masturbationshilfe.